So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Wir finden uns gerade bei 27. Ich bin Level 95 geworden. Hängen damit sehr zurück mit dem Level, aber das ist, ja, mir persönlich jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass ich da, wie soll ich sagen, ordentlich an Level zulege. Das gleicht sich später zwar noch alles aus, aber okay, ja, vielleicht hätte ich im Level ein bisschen mehr machen können. Soulfreeze ist schon Level 120 und hat schon 83 gelegt. Dungeons, ich habe erst 56. Und ihr seht also, da ist noch einiges drin eigentlich. Aber, ja, wieso? So viel möchte ich eigentlich da jetzt auch nicht machen. Also, das ist immer so eine Sache. Wenn man da so als Kundi dann sich anguckt, die haben eigentlich meistens ja viel mehr Dungeons als Mages und, Mages und, was ist denn hier passiert, Alter? Aha, aha, okay. Jo. Ich hab gerade überlegt, wann ist diese eine Nachricht da, oder? What the fuck? Warum habe ich mich da nicht... Ja, okay. Ja, wie gesagt, Leute, ich schaff's halt nur, mich einmal am Tag zu melden auf allen anderen Servern und... zweimal am Tag schaffe ich höchstens auf S24, aber da, wie gesagt, da schaffe ich es auch nicht immer. Und, eigentlich relativ selten in letzter Zeit. Hey, das kenne ich sogar, Two Steps from Hell. Das ist eins der wenigen Lieder, die ich wirklich kenne. Von denen, eigentlich ziemlich traurig. Es ist echt, echt wirklich, also eigentlich stehe ich ja nicht auf solche Musikrichtungen, sowas also mit solchen Instrumenten jetzt auch so, und eigentlich so instrumental finde ich eigentlich meistens nicht so berauschend, aber Two Steps from Hell macht da mal eine Ausnahme bei mir. Also das ist wirklich eins der wenigen Sachen, wo ich sage, okay, Alter, das ist schon nice, und ja, deshalb mache ich dann da auch, und also mache ich das dann auch gern mal an. Und ja, genau, wir müssen uns auf jeden Fall neue Tränke zulegen. Muss mal gleich gehen. Also, das ist wirklich eigentlich so ein Lied, wo man mit, wo ich persönlich mitwirken könnte, wenn ich ein bisschen mehr Rhythmusgefühl hätte. Ja, super. Jetzt haben wir natürlich nur die kleinen Tränke bekommen, aber das ist natürlich erstmal nebensächlich. Hauptsache überhaupt irgendwelche Tränke, ne? Ja. Wir haben im Turm noch nichts geschafft. Also, es ist. Ich bin sicher, war was skillen, aber ich sehe es gerade nicht so ganz rein. Die Typen haben auch sind so alle noch nichts bekommen. ich den meisten Scheiß einfach wieder verkaufe. Und Epics bekomme ich ja sowieso in letzter Zeit nicht mehr, weil ich einfach diesen behinderten Reiter nicht schaffe. Der ist einfach zu hart für mich. Tja, ist natürlich ein bisschen scheiße, aber so ist es halt, ne? Und ja, auf S27, ich habe eben gerade schon gezeigt, habe ich mal wieder einen Raid verpasst aufzunehmen. Ich musste mich heute Morgen zum Angriff melden, leider, weil wir gegen die Frozen Flames mal wieder ein gestartet haben, haben es natürlich gewonnen, aber ich musste dafür leider das Opfer bringen, dass ich den nächsten Raid nicht aufnehmen konnte, und wahrscheinlich haben wir es auch ohne mich geschafft, aber dennoch, die Gilde geht vor da, weil, also das ist dann natürlich schon verständlich, also da muss man dann irgendwie, müsste da jetzt mit leben, dass ich da mal mit der, dass ich da jetzt eigentlich so die Gilde vorgezogen habe. Und ja, deshalb. So, ich werde halt mein ganzes Geld, mein ganzes Gold, was auch immer, verskillen. Und zwar erstmal ein Glück, weil eigentlich möchte ich gerne 20% haben oder annähernd 20%. Und ja, deshalb werde ich mir heute keine neue Ausrüstung zulegen. Es gibt tatsächlich schon die ersten so mit 100er Epics. Iramos ist zum Beispiel so einer, den ich gerne, wirklich gerne legen würde. Aber der ist einfach zu stark. Er ist einfach zu gut. Er hat 300er Epics gehabt. Oder hat er? Oder hat er zwei nur? Keine Ahnung, es ging irgendwie mal was rum, dass er drei hatte oder hat.
merkwürdig. Auf jeden Fall. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, lassen wir mal die Musik. Das ist, weiß ich ja nicht, wie das Ding noch so wird. Ansonsten hier so auf S27 kann ich momentan leider nicht wirklich viel machen. Ich kann euch jetzt noch zeigen. Moment. Ich kann euch noch zeigen. Halt, ja, okay, das habe ich ja schon gezeigt. Wie viele Spieler gibt es? Es gibt 52.573 und es gibt 2.526 Gilden. Die demasianische Krieger, demasianische Krieger. Okay, ich weiß nicht, ob das so grammatikalisch korrekt ist, also tut mir leid. Demasia ist mir zwar bekannt, aber Cosa Nostra, hä? Achso, Cosa Nostra gibt's also schon. Okay. Was natürlich nicht unbedingt so verwunderlich ist. Ich meine, das ist ein bekannter Name. Ich denke, dieser Name sollte ihm bekannt sein, aber ich habe mich gerade gewundert, hä, Cosa Nostra, kann er nicht schreiben. Wäre jetzt peinlich gewesen, aber er hat die Kurve gekriegt, auch wenn ich nicht verstehe, warum man solche Namen macht. Also, wenn man doch schon sieht, dass der Originalname vergeben ist, dann mache ich doch was anderes. Also, dann suche ich mir einen anderen Namen raus und schreibe den nicht falsch. Also, okay, ich habe meinen Namen auch eigentlich. Also, ich glaube, weil mich viele fragen, also das kommt, glaube ich, im 200-Abonnenten-Special. Das werde ich dann genau erklären, weil mich jetzt immer noch viele darauf ansprechen, wie ich auf den Namen gekommen bin. So, und, und ja, deswegen, das werde ich dann, denke ich mal, im 200-Abonnenten-Special dann erwähnen. Ich weiß nicht ganz genau, was ich noch so alles dazu machen soll. Also ich habe den komischen Ausschnitt wiedergefunden auf jeden Fall, den ich euch zeigen wollte. Ansonsten wollte ich jetzt auf den Namen eingehen, genau. Und dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. So, das ist echt teilweise schwierig. Also ich meine, was ich da mache, ist ja schon seit längerem bekannt. Außerdem ist der 200-Abonnenten-Special, ist eigentlich kein Special. Also ich nenne es zwar so, aber es wird kein 300-Abonnenten-Special geben, falls ihr wissen wollt. Also da braucht ihr nicht hoffen. Vielleicht gibt es irgendein Video zwischendurch, was mal ein bisschen was anderes oder Shakespeare Fidget hat an Content. Aber ansonsten sehe ich da erstmal für ein 300-Abonnenten-Special erstmal schwarz, weil ich da einfach nicht den Sinn genau sehe, ein 300-Abonnenten-Special zu machen. 500 Abonnenten wird es wieder was geben. Und ich hoffe auch was Anständiges, wenn ich bis dahin mal wieder was Anständiges von Limse bekomme. Und ich nehme ja gerne irgendwie so epische Momente in Rollenspielen auf. Also das 100-Abonnenten-Special war ja schon irgendwie, also für mich auf jeden Fall war es ziemlich lustig, die Runde in diesem Dungeon bei WoW, wo dann einfach mal unser Healer beschlossen hat, okay, wir fangen jetzt an und der Tank war AFK. Könnt ihr euch alles angucken, das heißt auf meinem Kanal und genau. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was ich jetzt alles zu sagen will im 200-Abonnenten-Special. Was keine Ahnung, 200-Abonnenten-Special ist. Wir suchen immer noch eine Brewing-Gilde. Ich habe bis jetzt noch keine Anfrage bekommen. Lest euch einfach hier die Voraussetzungen und Sachen durch, die wir hier bieten. Also Schutz, mit Schutz ist gemeint, dass wir euch nicht angreifen und dass wir euch bei Angriffen teilweise, so nicht, aber wir werden euch auf jeden Fall nicht angreifen, also ihr habt im Prinzip einen Schutz vor uns und so kann man das ungefähr sagen. Und ansonsten denke ich jetzt so, dass ich erstmal das Gröbste jetzt mal wieder zusammengefasst hätte. Das ist wirklich schwierig, an einem Tag kommt ja nicht so wirklich viel zusammen. Ich danke den Leuten, die mir manchmal Kommentare schreiben, besser gesagt auch so Danksagungen von wegen den Videos, also hier per PN. Finde ich eine coole Sache. Das ist natürlich immer gern gesehen. Ich meine, wer mag so etwas nicht? Habe ich gerade hier den einen Typen, genau, den hier, der hat mich irgendwann mal angesprochen. Ich wollte mir den mal angucken, also ihr macht ja hier auch schon mit und ich habe mal irgendwie, bin ich auf ein Video von ihm gestoßen, weil das irgendwie so rechts am Rand von meinem Video war. Oh, okay.
scheint auf jeden Fall aktiv zu spielen. Ich weiß aber nicht genau, wie er... Ja, okay, er spielt wahrscheinlich jetzt nicht so extrem. Aber eigentlich so viel, ich weiß nicht, vielleicht hat er so spät angefangen. Ah, okay, sein Sammelalbum, das ist das Problem. Das Sammelalbum, das ist das Problem, woran viele scheitern, woran ich auch auf S24 gescheitert bin. Momentan sieht es ja da ganz gut aus mit dem Sammelalbum. Auch wenn es da eigentlich besser geht. Aber das liegt jetzt nicht an mir, sondern das liegt an... Das... Oh, fuck, was habe ich jetzt überhaupt gesagt? Nein. Was habe ich jetzt gesagt? Ach ja, genau, das liegt nicht an mir, genau. Weil, es kommt halt auch drauf an, wie viele Monster man da trifft. Also zufällig, es gibt immer noch welche, die mich unbekannt sind und die ich halt, die es dann halt zum Beispiel zufällig aus irgendwelchen, Quests gibt, wobei ich da, glaube ich, denke, dass ich da relativ viel haben müsste. Zum anderen sieht es aber auch an den Dungeons, die ich da gelegt habe, da sind ja auch wieder Kreaturen dabei, die man halt im Sammelalbum dann dadurch freischaltet, indem man den Dungeon legt. Und ja, deshalb denke ich, ist das, also es geht auf jeden Fall besser. Ich habe das auch schon gesehen, wir können es uns nochmal kurz angucken. Zum Beispiel hier dieser, ach du Scheiße. Danke, Schmetterlinge, danke dir. Danke. Danke. So, so viel erstmal dazu. Also, wieso hat der eigentlich erst 119 Turmetagen? Klar, der will die 250er überspringen, aber der hat auch 120, okay, genauso wie ich. Also ich darf jetzt echt nichts mehr machen, ey, das ist sonst zu viel. Ja, hier, die sehen wir schon. Also 120 ist echt das Maximum, was man machen sollte, so bevor man in die 250er-Bremse reinkommt. Und da muss man wirklich auch gucken, dass man wirklich die 250er-Bremse dadurch auch übersprungen bekommt. Ja, also... Ich denke, ich sehe das für mich selbst persönlich so nicht so wirklich vorteilhaft, dass ich da das genau schaffe, weil ich ja vielleicht nicht so extrem darauf versessen bin, da echt den Gegner den Chaos zu machen, also nicht ganz so doll die probiere wegzupilzen. Und ja, deshalb. Wie sieht es eigentlich hier mit meinem SA aus? Hier habe ich 84%. Okay, da habe ich mich aber auch überhaupt nicht reingesetzt. Also wenn man so meine anderen verfolgt, meine anderen Charaktere, da habe ich echt gar kein Sammelalbum. Und hier habe ich dann doch schon 84%, obwohl ich dafür nichts gemacht habe. Ich habe immer mal wieder so ein paar Angriffe gemacht, aber hier geht es eigentlich. So, ja. Ich denke, das wäre es dann auch erstmal. Ja, wenn ich das Video... Ich verspreche mich jedes Mal bei diesem... Wenn ich das zu schnell spreche, dann verspreche ich mich da. Das ist echt ein Zungenbrecher. Ich muss da mal probieren, das ganz schnell zu sagen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt die ganze auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Oder das Abo da, wenn nicht, dann, ja, entweder tut es trotzdem oder gebt mir halt einen Daumen nach unten. Das könnt ihr natürlich auch tun. Ja, okay. Und, ich denke, dann hätte ich erstmal alles gesagt. Ich setze mich jetzt ans, oder jetzt nicht, aber, naja, wobei, also ich hatte mich ja schon rangesetzt, aber, ist ja kaputt gegangen. Und ich setze mich jetzt zunächst an das 200 Abonnenten-Special, was kein Special ist. Und, ja, werde es dann erstmal ein bisschen cutten. Und, ja, ich, der Master-Cutter hier wieder, Ironie, werde natürlich ein Hammer-Video auf die Beine stellen, ne? Also, wer die Ironie raushören konnte, der weiß Bescheid. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.